So, hallo lieber Amazonler. Ich wollte eine Bewertung zu diesem Mikrofon abgeben und da habe ich mir jetzt gedacht, das ist wohl am einfachsten, wenn ich da mal eine Tonspur auf mein Video lege, die ich original mit diesem Mikrofon gemacht habe. Ich bin also 5 cm von dem Popschutz entfernt und dieser wiederum ist 5 cm vom Mikrofon entfernt, vielleicht auch nur 3. Ich bin also sehr nah am Mikrofon. Wenn man sehr direkt in das Mikrofon reinspricht, finde ich, ist die Lautstärke absolut ausreichend. Ich habe sie bei Windows 10 auf Maximum gestellt. Könnte noch ein Tick lauter oder empfindlicher sein, ist aber absolut ausreichend für mich. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass im Hintergrund so ein ganz leiser Brummton ist. Den kriegt man minimiert, wenn man die Lautstärke runterdreht, dann ist man allerdings meiner Meinung nach ein bisschen zu leise. Also wenn ich jetzt so mit den Leuten rede, im Chat, beschwert sich keiner, alle können mich super verstehen. Wenn ich ein bisschen weiter weggehe, so wie jetzt, ist die Sache direkt anders. Man muss also direkt ins Mikrofon reinsprechen. Dafür wird man dann auch mit einer absolut klaren Aufzeichnung belohnt, die sehr naturgetreu ist. Der Sound von dem Mikrofon selbst, der ist meiner Meinung nach fantastisch. Was kann man noch? Ja, ich könnte jetzt noch zum Arm sagen, dass der für den Preis auch perfekt ist. Ich kann nicht sehen, dass hier irgendwo am Material extrem gespart worden ist. Er ist stabil, er reicht absolut aus, er hält das Mikrofon in jeder Position. Und ja, ich finde auch nicht, dass der sich leicht verbiegen lässt oder irgendwas. Ich hatte die Bewertung gelesen, da hat drin gestanden, Material lässt sich sofort verbiegen, Müll, solche Sachen, aber kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also diesen Brummton, ja, den kann ich hören. Der Arm ist super. Und die Aufzeichnung vom Mikrofon hört ihr ja jetzt selbst, da müsst ihr euch selbst ein Bild machen. Also ich, für meinen Teil, mag das Mikrofon. Ich finde das wirklich toll. Ich kann jetzt mal noch klatschen. Dann habt ihr ein Geräusch, das ihr immer wieder erkennen könnt, weil meine Stimme, die kennt man ja jetzt nicht. Was kann man noch machen? Hier ein Tütenrascheln im Hintergrund. Ich raschle mit der Tüte. Ja. Ich hoffe, es war hilfreich für euch, dass ihr jetzt mal hören konntet, wie das Mikrofon klingt. Ansonsten, ich wünsche euch viel Spaß beim Aussuchen vom richtigen Mikrofon. Hier seid ihr schon mal nicht schlecht. Wenn ihr allerdings ein Problem mit Hintergrund, also mit Brummtönen habt und so, ja, nichts ist perfekt, ne? Macht's gut.